So, Sascha sehe ich ja morgen auch. Ich fahre ja morgen nach Stuki. Sascha, was hast du für uns hier? Let's go. Korrekt, Digga. Ich bin gespannt. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca eBay Kleinanzeigen zukommen lassen. Das heißt, auch heute wieder trage ich Chats vor als Person A und als Person B. Warum muss Person B immer so lost sein? Ich weiß nicht, Person B vielleicht vom Teufel besessen oder so. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Hallo, ich habe Interesse an dem Rad. Sind 70 Euro in Ordnung? Unsere Schmerzgrenze ist 150 Euro. 100 Euro und eine Packung Ibuprofen für die Schmerzen. Das ist tatsächlich gut gespielt, muss man sagen. Ja? Eine Schmerzgrenze kann man ja mit Schmerzmittel eigentlich ganz gut durchstoßen, wahrscheinlich, oder? Und da muss ich sagen, von Person A geisteskrank gut verhandelt. Korrekt, Digga. Und wer glaubt, dass Tanzverbot aufgehört hat zu belieben in sein Invest mit den Regenbogengläsern von McDonald's, hat sich geschnitten. Okay. Viermal Regenbogenglas von McDonald's. Also erstmal sehe ich hier fünfmal das Regenbogenglas. 120 Euro für ein Regenbogenglas. Nie im Leben, Digga, ist das... Also, welcher Mensch bezahlt so viel Geld für so einen Bullshit? 120 Euro. Die Gruppe ist das Geilste. Und ich scheiß auf alles. PS4-Controller mit Knossi-Autogramm. Mhm. Nagelneu. 70 Euro VB. Was? Tatsächlich, da meinte Jens zu mir, Jens, Knossi hat mir zwei Kronen gemacht und meinte, Revi, wenn ich die auf eBay sehe, dreh ich durch. Ich dreh dich durch. Ich glaube tatsächlich... dass ich habe eine Krone von Knossi, die versteigere ich für 1000 Euro. Mache ich Video drüber, Leute. Und dann kommt der Zuschauer hin und Knossi steht da und sag mal, bist du blöd? So machen wir's, Digga. Ich werde jetzt hier Profit ziehen. Was bringt das Autogramm, wenn es beim Zocken eh weggeht? Stimmt schon. Ja, ist doch so. Frag Knüppel. Jung, liest du den Text überhaupt unter der Anzeige? Ich habe ein paar Schichten Klarlack drüber gesprüht, du Vollspasti. Oha. Was soll da bitte abgehen? Geh mir nicht auf die Eier. Big Mac. Den bann ich. Ach du Scheiße, es geht noch weiter. Junge, bleib mal locker in Hocker, du Nocker. Was denn los bei dir, du Schmarotzer? Ach du Scheiße, Digga. eBay Kleinanzeigen, also der, es ist einfach nur... Der war Rasur. Und das weißt du auch. Aber entspannter Chat mit dir, Bock auf eine Runde Warzone. Gucke Knossi-Stream, Bro. Aber können wir gerne die Tage machen? Hä? Digga, es ist ja... Vor allem, weil Knossi mir gesagt hat, es gibt so ultra viele Fake-Unterschrift-Geschichten, so, wo so Leute einfach... Was zum Teufel? Wie random kann ein Chat sein? Und das alles nur, weil einer einen Controller verkauft mit Knossi-Autogramm drauf. Weil der nicht mal gesichert ist, dass sie echt ist. Oh. Korrekt, Digga. Cube Rock Shocks. Digga, das klingt original von Rappernamen. 29 Zoll. 187. Fahrrad. Für 220 würde ich nehmen. Gute Nacht, dir auch. Danke. Das war's an der Stelle komplett. Perfekt. Da kommt nicht mehr. Das war der Chat. Ja, Digga, der verhandelnde, misshandelnde Boss. Luca, danke nochmal für die arschgeilen Kleinanzeigen heute. Leder-Couch-Garnitur. Wie viel wollen Sie dafür haben? Sie können sich die erstmal angucken und dann reden wir über einen Preis. Ja, aber ich muss wissen, wie viel, weil ich will das von meiner Tante. Sagen Sie mir bitte Ihren Preis. 1500 Euro! Digga, das ist insane teuer, wa? Also wenn die nicht aus Alligatorleder ist, da weiß ich auch nicht. Das ist echt Leder, kein Kunstleder. Die sind echt noch wie neu. 50 Euro kann ich bezahlen. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz. Mal gucken. 1500 Volt der. 50 Euro kann er zahlen. Haben wir eine Differenz von 1450 Euro. Die Wurzel davon sind 38,0788. Gut, ist ja jetzt auch nur 1450 Euro Differenz. Bist du dumm? Und damit herzlich willkommen zum heutigen Unsympathisch-TV-Quiz. Die heutige Frage lautet, bist du dumm? A. Ja. B. Ja. C. Ja. Oder D. Du. ganz klar D. Ja. Digga, als ob ich das jetzt gerade nicht hätte im Kopf rechnen können. Ja. Ah. Ja, und damit gehe ich mich jetzt einfach mal löschen. Korrekt, Digga. Als nächstes bräuchte ich ganz kurz wieder Gedichtsstimmung. Dankeschön. Roses are red, my English, mir Latte. Ich verkaufe auf eBay. This tennis Platte. Papa Platte auf jeden Fall.
Hallo, quietscht die? Wer ist die? Die Matratze? Ja, wer sonst, du Trottel? Wie kann eine Matratze denn quietschen, du Arschloch? Stellplatz für mein Kamel. Brauche ich, Digga. Igor. Nicht nur, dass der Typ ein Kamel hat, es heißt auch noch Igor. Beschreibung. Hallo, ich brauche einen Stellplatz für mein Kamel Igor. Igor lebt bei mir in Winterhof, aber Polizei sagt, ist verboten in Deutschland. Jetzt suche ich eine neue Zuhause für Igor. Free Igor. Oder eine Stall auf Bauernhof. Igor ist sehr lieb, aber essen viel Futter. Falls ich nichts finde, muss... Digga, wer hat denn ein Kamel und wer nennt sein Kamel bitte fucking Igor, Alter? Ich Igor zum Zirkus bringen. Oder tausche gegen ein Auto. Leute, bitte lasst uns Igor helfen. Schaut auf das Foto, da hinten stehen sogar schon Polizeiautos. Oh, Igor ist aber stattlich, Digga. Igor ist wirklich stattlich. Jetzt ist die Frage, was wollen die machen, wenn wir ein Donation Goal machen, Igor uns ersteigern und wir dann ein Video machen, wo ich mit Igor zuerst zum McDonald's reite und da was esse und dann mit Igor nach Tönnies fahre und Igor bleibt dann da. Drei Klappstühle. Die Stühle sind klappbar und in einem guten Zustand. Ah, ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Stuhl klappen soll. Stelle bin ich auch mal wieder komplett raus. Zum Glück hat mich Marcel auch heute wieder reingelassen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe einfach einen größeren Hodensack als der normale Bürger. Digga, also das... Sascha, danke nochmal für die Verdeutlichung hier, für diese tolle Grafik. Ja, was soll ich dazu sagen, außer... Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Video, meine Freunde. Was haben wir... Sollte, lohnt sich nicht mehr für Microsoft. Ihr hat sich, glaube ich, noch nie gelohnt, oder? Das war's. Microsoft, die Millionen von Euro in diese Plattform gesteckt haben... Wahrscheinlich sogar eine Milliarden safe, oder? Verlierer. Kleine Streamer, die sich eine eigene Community auf Mixer aufgebaut haben... Verlierer. Mhm. Ninja und Shroud... Absolute Gewinner. Absolute Gewinner. Die müssen... nie mehr in ihrem Leben arbeiten. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ja, vor allen Dingen, jetzt ist mal interessant, weil ja die Gerüchte rumgehen, dass Shroud, Ninja und Dr. Disrespect eventuell eine eigene Plattform gründen namens Breach, Brim, Bribe, Watch, Prime, Prime und Dr. Disrespect angeblich gebannt worden ist von Twitch. Jetzt kommt's nämlich, weil er wohl andere Streamer hat abgeworben zu dieser Plattform hin. Wenn das jetzt tatsächlich stimmen sollte, dann hoffe ich einfach auf Prime. Digga. Millionen Dollar Deal, Easy Cash Money, 7 Monate gestreamt und jetzt wieder zurück zu Twitch. Und Twitch wird die auch noch mit Kusshand annehmen. So viel Glück kann man doch gar nicht. Da stehen sie, die drei. Ich hab ne. Die Mixer-Pleite ist das Beste, was denen passieren konnte. Ich weiß, ich sag das oft, aber ihr habt's wahrscheinlich alle mitbekommen. Mixer hat angekündigt, dass sie ab nächsten Monat ihre Server schließen werden. Sie haben zu wenig Gewinn gemacht und das ist jetzt die Konsequenz davon. Nach nur 7 Monaten. Wow. Mhm. Da können ja sogar Inscope und Tim Gabel ein Unternehmen besser leiten. Wo eigentlich viele dachten, dass Twitch als Streaming-Plattform mal ernsthaft Konkurrenz bekommen könnte, ist das Schiff gesunken, bevor es überhaupt richtig schwimmen konnte. 2% Marktanteil hatte Mixer dieses Jahr im Streaming-Business. Also ich sag's euch so, wie es ist. Eine von Streamern geführte Streaming-Plattform kann richtig gut funktionieren. Weil, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn jetzt so ein Shroud und so ein Ninja und so ein Dr. Disrespect ihre eigene Plattform launchen würden, rein hypothetisch, ja? Dann ist es so, dass die Leute auf jeden Fall gerne darüber gehen, weil sie supporten natürlich gerne. Die schauen natürlich dann, am liebsten schauen die Leute immer noch auf Twitch und YouTube, das ist so. Aber wenn gewusst ist, dass diese Plattform den Streamern gehört, ist die Motivation, glaube ich, eine ganz andere. Also ganz ehrlich, ich schaue meine Pete Smith-Videos auch lieber auf
Pizmeet.de. Start auf YouTube. Zum Vergleich, Twitch hält 65% Marktanteil. Ich hab... Wer ist der Rest? Wer ist der Rest? Damals schon ein Video über Mixer gemacht, als sie gerade von Microsoft gekauft wurden. Und ich will nicht sagen, ich hab's prophezeit, aber ich hab's prophezeit. Die hätten mich einstellen müssen, ohne Witz. Ich meinte da schon, dass man die Twitch-Community nicht einfach umsiedeln kann und dass man nur mit zwei großen Streamern, egal was für bekannte Leute sie sind. Ja, ist so. Man hätte das anders machen sollen. Man hätte das einfach anders machen sollen. Man hätte hingehen sollen, Leute, und irgendwie versuchen sollen, keine Ahnung, einfach, also kleinere Streamer anzuwerben im Bereich von 1500. Angenommen, man hätte so, man hätte für das Geld 1500 Viewer-Streamer gekauft, davon so 500 Stück, dann wäre das schon was ganz anderes gewesen, als wir kaufen jetzt die Größten. Ist eine blöde Strategie, muss ich sagen. Keine Streaming-Plattform erfolgreich machen kann. Aber die wollten nicht auf mich hören und jetzt sind sie pleite. Natürlich. Leute, ich weiß, wovon ich rede. Mich coacht gerade so ein Typ aus der YouTube-Werbung, der meint, dass ich das Zeug zum Unternehmer. Nein, aber ehrlich. Karl S.? Es war irgendwie abzusehen, nachdem Mixer auch nach dem Wechsel von Ninja und Shroud kaum gewachsen ist. Ich weiß noch, wie Mixer eine kurze Zeit in den Nachrichten kam, aber schon ein paar Wochen danach wieder komplett vergessen wurde. Da hat man schon gemerkt, dass das alles... Dieser Loser-Tanz. ...nicht ganz funktioniert. Ich meine, wie viele Zuschauer hatten die größten Streamer auf der Plattform, wenn Ninja und Shroud gerade nicht gestreamt haben? 5 Zuschauer? Und 3 davon waren Bots? Das neue Konzept von Mixer funktioniert einfach nicht, weil die Leute kein Interesse an einer neuen Streaming-Plattform haben. Das stimmt nicht, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Konkurrenz belebt den Markt immer. Und ich würde fast schon sagen, dass eine neue Streaming-Plattform definitiv noch kommen wird. Und es wird sich noch... Also es werden sicherlich immer wieder welche kommen, aber zu sagen, es gibt nur YouTube, also es wird doch irgendwann nochmal wahrscheinlich eine neue Video-on-Demand-Plattform geben. Nebst YouTube, ne? Beispielsweise TikTok, natürlich ein ganz anderes Konzept, aber trotzdem, also man kann nicht sagen, dass kein Platz mehr ist auf dem Markt, das stimmt nicht. Das Konzept von Twitch wird noch ewig lang ziehen, wie ein guter Tee oder wie der Gürtel von Papa. Ich weiß, dass das Mixer nicht ganz abschalten wird, sondern zu Facebook Gaming übergeht, aber... Ja, Facebook Gaming. Aber ehrlich, dann können sie auch gleich den ganzen Laden dicht machen. Ich meine, für wen wollt ihr das streamen? Euren Onkel 7. Grades, der jedes Jahr nur seinen Geburtstag postet und Bilder mit seinem Motorrad veröffentlicht, bevor er wieder sein Passwort vergisst und sich dann wieder ein neues Konto erstellt? Fucking real. Oder den Typen, der schnell einen Account gemacht hat, damit er sich bei der Registrierung auf anderen Seiten kein neues Passwort einfallen lassen muss? Facebook ist kein Ort für Livestreams. Vor allem nicht im Jahr 2020. Facebook ist kein Ort. Facebook ist kein Ort. Am Ende des Tages kann man sich schon denken, was Ninja und Shroud machen werden. Die beiden haben jeweils 30 Millionen und 10 Millionen Dollar beim Mixer-Deal bekommen. Das ist insane. Die freuen sich jetzt, dass ihr Vertrag ausgelaufen ist und dass sie wieder zu Twitch gehen können. Oder für immer ihren Arsch nicht mehr bewegen müssen. Egal was die machen, die gehen als Gewinner aus der Sache raus. Ich habe auch manche Leute gesehen, die meinten, dass die beiden jetzt gebumst sind, aber... Nein, Digga, die haben alles richtig gemacht, die haben kassiert. Warum denn? Ich glaube kaum, dass die jetzt heulend auf der Straße sitzen. Oder vielleicht heulen sie doch, aber dann in einem mattschwarzen Ferrari 488 mit verchromten Felgen und Alcantara sitzen. Mhm. Aber Leute, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ob Mixer jetzt existiert oder nicht, ist mir eigentlich sogar recht egal. Klar, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber Mixer war nie wirklich am Leben, also wen juckt's? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Mhm. Das war's mit dem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Ciao. Interessant, Bro. Nice Video. Bruder.